Effi, ich kann nicht mehr. Wieso denn nicht? Also ich könnte den ganzen Tag herumspringen und den Tag genießen. Wobei mir einfällt, ich muss gleich gehen. Meine Mutter erwartet hohen Besuch. Oh, Besuch? Ja, ein Baron. Baron von Innstetten. Innstetten? Du lachst nicht, er ist eben von hohem Adel. Außerdem ist er ein Freund aus Mamas Jugendzeit. Eine schöne Geschichte. Effi, erzähl sie uns. Na schön. Wollt ihr sie wirklich hören? Na schön, dann werdet ihr aber Augen machen. Also, das war in Mamas Jugendzeit, als sie Innstetten zum ersten Mal getroffen hatte. Sie liefen gerade den Waldweg entlang. Und Innstetten kam auf einmal dahin. Lass sie nur auf, wenn ich gehabt darf, meine schöne Dame. Lass sie mich ruhig machen. Vielen Dank. Innstetten, mein Name. Luise. Nur ein bisschen Verstand, Einfluss und Geschicklichkeit. Ja, das sie natürlich haben. Wenn sie es sagen. Darfst du nicht? Ich wollte es dir zeigen. Am Sonntag? Da bekommt meine Mutter Besuch von einem hohen Tier. Priest. Aber so gegen 16 Uhr. Wie sie wünschen. Liebe Luise, wie schön es ist, den heutigen Tag zu genießen. Wo ich doch sonst immer so viel zu tun habe. Doch den ganzen Tag gehst du mir im Kopf herum. Und ich kann mich einfach nicht von dir loslassen, wie ich den Tag ersehne. Wenn wir uns wiedersehen. Morgen bin ich auf Reise. Doch den Tag darauf würde mich es sehr freuen. Wenn wir uns treffen könnten. Mit zärtlichstem Kuss. Dein Gerd. Mein Name ist Ries. Guten Tag. Nun, nach langen Gesprächen mit Ihren Eltern ist mir klar geworden, welch Glück ich habe, Sie hier zu treffen und kennenzulernen, möchte ich Sie nun selbst fragen. Möchten Sie meine Frau werden? Es tut mir leid. Wohl. Innstetten für immer die Stadt. Aber Effi, du hast doch gesagt, er komme zu Besuch. Ja, es ist das erste Mal, seitdem er damals gegangen war. Effi! Warte, der Baron muss wohl schon eingetroffen sein. Mama? Effi, Kind, wo sind deine Schuhe? Effi, es ist etwas Aufregendes passiert. Der Baron von Innstetten, er hat um deine Hand angehalten. Was? Innstetten! Aber ist doch toll! Dann stehst du mit 20 da, wo andere Frauen erst mit 40 meinst sind. Du, ja. Jetzt überleg doch mal, was für ein Glück du Innstetten, hast. Innstetten, ein überaus respektvoller und gut aussehender Mann, noch dazu mit so hoher Stellung. Er ist Landrat. Nun lass dich anschauen. Schön siehst du aus. Da. Seid gegrüßt. Hallo. Nun, wie Sie sicherlich schon wissen, Innstetten mein Name. Und Sie müssen wohl die schöne Effi sein, von dem mir Ihre Mutter schon so oft erzählt hat. Nun, vielleicht wissen Sie auch, dass ich nicht hergekommen bin, um alte Bekanntschaften zu pflegen. Nein, ich bin gekommen aus einem viel tiefsinnigeren Grund. Effi!
bekommst du bei solch einem Mann meine vollste Einverständnis. Effi, willst du meine Frau werden? Auf immer.